Heute sprechen wir darüber, wie du doppeltes Selbstbewusstsein in der Schule haben kannst und noch mehr aus dir herauskommst. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Ohne Spaß, ich glaube, das ist so eine der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale zwischen mir und meinen damaligen Mitschülern in der Oberstufe. Und zwar, dass es mir niemals an Selbstvertrauen gemangelt hat. Egal was war, ich habe immer an mich geglaubt, deswegen sage ich euch das ja auch am Ende von jedem Video, weil es das Allerwichtigste in meinen Augen ist. Und es war so oft so, dass auch wenn ich relativ gut vorbereitet war, aber eine andere Person wesentlich besser vorbereitet war, ob das auf eine Klausur, ob das für eine Mitarbeit, ein Referat war, es war immer das Gleiche. Die andere Person hatte vor der Klausur Angst, hat sich in der Mitarbeit nicht gemeldet und hat im Referat gestammelt. Und ich, auch wenn ich weniger Vorbereitung hatte, war vor der Klausur zu 100% von meinem Wissensstand überzeugt. Ich habe mich fast immer gemeldet und ich habe jedes Referat so gehalten, als würde ich gerade das neue iPhone vorstellen. Und nachdem ich das hatte und wirklich immer so aufgetreten bin, waren meine Noten so, so viel besser. Deswegen in dem Sinne gibt es jetzt 5 Tipps, wie du dein Selbstvertrauen stärken kannst. Erstens, wahres Selbstvertrauen kommt immer von innen. Das ist so wichtig. Weil was viele mit Selbstvertrauen immer verwechseln, ist dieses macho-mäßige Bravado im Sinne von ich bin der krasseste und bam, 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 bam. Aber gerade die Menschen, die das so extrem stark nach außen tragen, sind oft die, die gar kein richtiges Selbstvertrauen haben. Sondern was für mich die Definition von Selbstvertrauen ist, ist, stell dir folgendes Szenario vor. Du verkackst richtig. Sagen wir, du hast dich richtig viel für die Oberstufe vorgenommen und die Erstklausuren gehen alle richtig in die Hose. Deine Eltern sind enttäuscht von dir, deine Mitschüler lachen dich vielleicht sogar aus, weil du davor gesagt hast, dass du dir und die Noten schreiben wirst und dich selbst verlässt so ein bisschen der Mut und du bist total enttäuscht, denkst dir, wie konnte das alles passieren und keine Ahnung, fühlst dich komplett überfordert. Und dann liegst du daheim in deinem Bett. Und was für mich dann Selbstvertrauen ausmacht, ist, hast du in diesem Moment, auch an deinem absoluten Tiefpunkt, hast du da irgendeine Stimme, die dann nach diesen ersten Emotionen, wo du sagst, fuck, alles kacke, die dann irgendwann anfängt zu sprechen, so, ey, wir packen es trotzdem. Wir packen es trotzdem. Wenn du das hast, das ist für mich wahres Selbstvertrauen. Und das Schöne ist, die Oberstufe ist ein Marathon. Es ist immer mal in Ordnung, wenn du auch irgendwas verkackst oder auch wenn dich Leute mal nicht mögen. Das ist vollkommen in Ordnung. Das Wichtigste ist nur, dass du genau diese Stimme in dir hast, dieses tief verankerte Selbstvertrauen. Weil dann ist es egal. Dann ist es absolut egal, was kommt. Weil du wirst wieder aufstehen. Du wirst auch allgemein für dich einstehen, weil du weißt, selbst wenn ich jetzt hier bei dieser Einmeldung was sage, wo mich alle auslachen, ist vielleicht nicht geil, es fühlt sich wirklich nicht gut an, aber tief in mir glaube ich trotzdem an mir selbst. Es ist unabhängig davon, was in der Außenwelt passiert. Das ist so entscheidend. Zweitens, lass dich von Erfolg und Lob pushen. Das ist ja im Prinzip ein bisschen Gegenteil zu dem, was davor war. Weil davor habe ich ja gesagt, wahres Selbstvertrauen ist richtig tief in dir drin und unabhängig davon, was außen passiert. Und Erfolge und Lob sind natürlich eine Sache, die noch von außen kommt. Aber gerade wenn du jemand bist, der sagt, ah, ich habe wirklich nicht viel Selbstvertrauen, ich habe fast eher Angst in der Oberstufe, dann nutz wirklich jedes kleine, und wenn es noch so klein ist, jedes positive Erlebnis, um dich einfach kleines Tick zu pushen, dir ein bisschen mehr Mut zu geben, ein bisschen mehr Vertrauen in dich selbst, noch ein Tick mehr aus dir rauszukommen, weil in dem Moment, wo du das hast, wo du durch einfach nur einen Blick vom Lehrer, den du als positiv wertest, ein Lob, eine Note, die vielleicht keine Top-Note ist, aber einfach 2-3 Notenstufen besser ist, als du gedacht hast, dann nimm das einfach mit. Nimm das mit, weil sobald du das machst und damit mit mehr Selbstvertrauen, und wenn es so ein kleinen Ticken ist, wirst du wieder einen Ticken mehr Erfolg haben. Und du wirst wieder einen Ticken mehr an dich glauben. Du wirst wieder einen Ticken mehr Erfolg haben. Und dieser ewige Kreislauf kann dich ganz, ganz schnell, wenn du einfach nur einmal unten einklickst und dann bam, 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 bam gehst, ganz, 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 ganz hoch rausbringen. Drittens, alle anderen verkacken auch. Schau dir doch die Besten aus deiner Klasse an. Selbst in ihren absoluten Paradefächern sagen die einmal in der Woche, einmal im Monat was Falsches. Die allerfleißigsten, die vorbildlichsten, organisiertesten Schüler,
Auch die haben halt ihre Hausaufgaben nicht. Das passiert natürlich viel, viel seltener, aber selbst denen passiert es. Das bedeutet, niemand ist perfekt. Und wenn du das raffst, wenn du das raffst, dann wirst du auch verstehen, auch der Lehrer und auch die Mitschüler, niemand erwartet von dir, dass alles, was aus deinem Mund kommt, 100% Gold ist. Oder auch allgemein, dass du, niemand achtet in der Schule darauf, was für Klamotten du trägst und so weiter. Versuch mal selbst aus deinen eigenen Unsicherheiten rauszukommen und mal zu verstehen, niemand ist hier perfekt. Niemand ist hier perfekt. Und wenn du das nicht nur weißt, weil gehört haben wir schon tausendmal, sondern wenn du es wirklich verankerst, wenn du in dir wirklich erkennst und fühlst und es ein bisschen verkörperst, dann schafft es in dir so viel Freiraum, so viel weniger Druck, wo du dann eben auch mal dich selbst mehr entfalten kannst. Und je mehr du das machst, desto mehr wirst du wieder zu dir selbst stehen und so noch mehr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen in dir selbst haben und das schlussendlich wiederum nach außen tragen können. Viertens, sei stolz darauf, dass du es versuchst. Ich weiß, dass es extrem hart ist, wenn man eher ein schüchterner Mensch ist, jemand, der vielleicht auch ein bisschen Angst davor hat, was andere Menschen über ihn sagen können. Da rauszukommen, es ist ein unfassbar harter Prozess. Aber deswegen ist es so entscheidend, dass du dann nicht noch zusätzlich hart zu dir selbst bist, sondern sag dir immer, immer wieder, 50% of success is showing up. 50% of success is showing up. Das bedeutet, in dem Moment, wo du sagst, hey, vielleicht ist es aktuell so ein bisschen meine Persönlichkeit und das ist vollkommen in Ordnung, aber ich will mich da noch ein bisschen mehr challengen, ein bisschen über mich selbst hinauswachsen, weil ich weiß, dass es mir selbst gut tut. Und wenn du das machst, dann kannst du da schon stolz auf dich sein. Und deswegen versuch dann da beispielsweise auch deinen allgemeinen Erfolg nicht immer nach den Ergebnissen zu messen. Weil wenn du beispielsweise, angenommen, du bist in einem Fach, wo du einfach schlecht warst bisher. Und dann sagst du, ich traue mich ja nicht zu melden, beispielsweise in Chemie, weil ich immer die Formeln falsch sage und so weiter. Und du es aber trotzdem versuchst, dann hör auf, deinen Erfolg danach zu messen, was für Noten du als Mitarbeiter bekommst, was für Noten du in den Excel bekommst. Weil natürlich sind die dann nicht so gut. Aber du solltest deinen Erfolg stattdessen dadurch messen, dass du es versuchst. Wie oft versuchst du es? Sprich, es geht nicht darum, wie gut die Sachen sind, die du im Unterricht sagst. Es geht darum, wie oft hast du dich gemeldet. Weil je öfter du dich meldest, desto besser wirst du auch werden. Und wenn du das hast, dann kannst du stolz auf dich sein. Und darauf solltest du dich in deinem Fortschritt fokussieren. Und jetzt zum Abschluss noch ein praktischer Tipp. Fünftens, schau dich jeden Tag 5 Minuten im Spiegel an. Das mag jetzt super weird klingen, okay? Es mag super, super weird klingen. Aber es ist so unfassbar krass, was es machen kann. Du kannst währenddessen einfach einen motivierenden Track anhören. Du kannst gar nichts haben. Du kannst auch Affirmationen machen. Beispielsweise, ich bin gut so, wie ich bin. Ich bin ein sehr guter Schüler. Ich bin ein Abiturathlet. Ich gebe immer mein Bestes. Jeden Tag bin ich dankbar für die Dinge, die ich habe. Einfach nur dir positiv zusprechen. Das kann auch in so einem Selbstgesprächsstyle sein. Einfach nur, dass du dich selbst anschaust und noch mehr Kontakt zu dir selbst bekommst. Und das dann auch auf einer positiven Art und Weise. Und wenn du das machst, das wird am ersten Tag schon so viel verändern. Aber gerade über die Zeit, von Tag zu Tag, Woche zu Woche, Monat zu Monat, wird sich dein ganzes Gefühl über dich selbst verändern. Du wirst dadurch so viel mehr Selbstvertrauen haben. Du glaubst es mir jetzt nicht. Glaubst du mir nicht, ich mach's heute noch so gerne. Nicht regelmäßig, solltest du auf jeden Fall machen. Ich bin da schon relativ gut. Aber ich mach's noch so oft, dass ich mir einfach im Spiegel einfach Zeit lang anschaue. Einfach so. Und mir positiv zuredet. Das macht einen unfassbaren Unterschied. Deswegen in dem Sinne, ich glaube an dich, okay? Wirklich. Ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo. Especially if it's my dream, I can't let none of these looks in vain. No, my city's blessings I can't even see. Praying that I get to breathe, yeah.